Seit Jahrzehnten suchen Wissenschaftler Arzneimittel, die gegen die Alzheimer-Demenz helfen. Betroffene fallen oft zunächst mit Gedächtnislücken auf, können später ihren Alltag nicht mehr regeln, verlieren das Sprachvermögen und die Kontrolle über Körperfunktionen. Der Tod ist die Folge. Jetzt machen neue Medikamente Hoffnung. Ein monoklonaler Antikörper zeigt in Studien weitaus bessere Wirkung gegen das Fortschreiten der Alzheimer-Demenz als alle bisherigen Mittel. Laut Wissenschaftlern lässt sich die Erkrankung damit wirklich einbremsen. Fachleute sprechen von einem großen Fortschritt, warnen allerdings auch vor den Nebenwirkungen. In einer Studie untersuchte ein Pharmakonzern in Zusammenarbeit mit mehreren Universitäten den Behandlungsverlauf von mehr als 1700 Teilnehmern. Dabei zeigten die Menschen, die das Medikament Donanemab bekommen hatten, rund 35% weniger kognitive Beeinträchtigungen als die, die lediglich ein Placebo erhalten hatten. Die Behandlung erfolgte in Form einer monatlichen Infusion von Donanemab in den Blutkreislauf über insgesamt 18 Monate. Für den bestmöglichen Behandlungserfolg sei auch eine frühzeitige Alzheimer-Diagnose wichtig, so der Konzern. Denn je früher im Stadium der Erkrankung, desto besser die Ergebnisse der Behandlung. Erste Anzeichen können nach neuesten Erkenntnissen bereits bis zu 9 Jahre vor der offiziellen Diagnose auftreten. Auf neurologischer Ebene gelten in der Forschung 2 Formen von Eiweißablagerungen im Gehirn als charakteristisches Merkmal der Erkrankung. Weltweit leiden 55 Millionen Menschen an Demenz, die meisten davon nach Angaben der WHO wahrscheinlich an Alzheimer. Im Jahr 2030 wird mit voraussichtlich 78 Millionen Demenzbetroffenen gerechnet. Alzheimer ist schwer zu diagnostizieren, vor allem im Frühstadium der Erkrankung. Doch das neue Medikament gibt Hoffnung.